Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, unsere Städte und Ortschaften bieten ein gespenstisches Bild. Vieles ist ungewohnt und in Zeiten dieser Corona-Krise möchte ich Sie auch auf diesem Weg auf dem Laufenden halten. Wenn Sie Fragen zu Corona haben, dann bietet unser Landratsamt eine Hotline an, Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und am Freitag von 8 bis 13 Uhr ist die Hotline geschaltet. Eine Bitte, wir dürfen an dieser Hotline keine medizinischen Fragen beantworten. Sie müssen sich zu diesem Zweck an Ihre Hausärzte wenden. Das Landratsamt selbst ist für den Publikumsverkehr geschlossen, trotzdem sind unsere Sachgebiete telefonisch erreichbar und auch im Bereich der Zulassung tun wir unser Möglichstes, um Ihnen entgegenzukommen. Aber haben Sie bitte Verständnis, viele unserer Mitarbeiter sind mit der Bewältigung der Corona-Krise befasst und daher wird es im Dienstablauf doch den einen oder anderen Zeitversatz geben. Das tut mir leid, aber derzeit kann ich das nicht ändern. Wir haben Stand heute, den 23. März, 14 Uhr, 23 Corona-infizierte Personen in unserem Landkreis, die vom Sachgebiet Gesundheit hier beim Landratsamt betreut werden und auch versorgt. Seit Donnerstag haben wir einen Krisenstab, die sogenannte Führungsgruppe Katastrophenschutz. Sie wissen, unser Ministerpräsident Markus Söder hat den Katastrophenfall für ganz Bayern ausgerufen. Wir arbeiten jetzt in diesen Strukturen, nicht als Landratsamt allein, sondern gemeinsam mit allen Blaulichtorganisationen, mit dem Technischen Hilfswerk, mit der Feuerwehr und selbstverständlich auch mit der Polizei. Alle Fragen rund um Corona werden in diesem Kreis besprochen und auch Material wird wie Schutzanzüge, Schutzbrillen und so weiter, so wie wir es vom Freistaat bekommen, an alle Stellen verteilt, die das benötigen. Wir nehmen auch Abstriche. Wir haben sogenannte Abstrichstellen, also Drive-ins, wo man nach Rücksprache mit dem Hausarzt auf Corona getestet werden kann und relativ schnell auch ein Testergebnis erhält. Alle Kräfte, die wir haben, setzen wir für die bestmögliche Versorgung von Ihnen ein. Für Sie, die Bürgerinnen und Bürger, versuchen wir da zu sein. Dann können wir diese Krise auch bewältigen und am Schluss steht natürlich der Appell. Ich freue mich ungemein, dass in unserem Landkreis bis auf ganz wenige Uneinsichtige die entsprechende Ausgangssperre und die Hygieneregeln und alles, was jetzt neu auf uns zugekommen ist, eingehalten wird. Danke dafür, vielen Dank. Und mein Appell, halten Sie sich auch weiter an diese Vorgaben. Meiden Sie soziale Kontakte, damit wir die Ausbreitung verlangsamen können. Wir bereiten unser Klinikum gut auf viele Corona-Patienten vor, aber trotzdem müssen wir uns alle gemeinsam bemühen, die Ausbreitung zu verlangsamen, sonst können wir das nicht gut bewältigen. Ich bin aber immer noch zuversichtlich, dass wir das schaffen und mit Ihrer Hilfe kann das auch gelingen. Deswegen noch einmal, bleiben Sie gesund und bleiben Sie zu Hause. Bei allen Fragen können Sie sich an die Hotline wenden, aber vielleicht sollte die erste Frage nicht sein, darf ich das? Sondern die erste Frage muss sein, muss ich das? Und dann kommen wir gemeinsam voran in unserem schönen Landkreis.